Das dritte Fachforum war also wirklich einmal mehr ein ganz, ganz großes Erlebnis. So viel Herzblut von so vielen Menschen, allein das war schon ein riesiges Abenteuer. Mit diesem Anlass haben die Waldkinder St. Gallen Geschichte in der naturpädagogischen Szene in der Schweiz geschrieben. Denn das Forum hat 320 Personen aus verschiedenen Fachbereichen der In- und Outdoor-Pädagogik an diesem Tag erreicht. Bildung als Abenteuer, wenn Natur das Klassenzimmer ersetzt. Beim Wort Abenteuer macht sich ein Kribbeln im Bauch breit, eine freudig erregte Spannung, Neuland wird betreten, ein Aufbruch wird gewagt. Darauf haben sich die Besucher an diesem Tag eingelassen. Gerald Hüter zählt noch zu diesen Menschen, die sich durch den Vortrag von Eva Helk berühren lassen. Er fragt jedoch zu Recht, was ist mit all den Menschen, bei denen Argumente der Berührung nutzlos sind, weil sie gelernt haben, das Emotionale abzustellen.